So. Ja, habe ich Kies dabei? Nein, habe ich nicht. Gut. Ist halt so. Ja, das wird die Fichtenplantage. Man merkt, es wird schon größer. So. Da möchte ich das Gebäude haben. Dahinter kommt die Birkenplantage. Kommt natürlich noch die große Frage. Fichtenplantage da, Birkenplantage dahin. Wohin die Tropenhölzer? Da wächst das. Vielleicht mache ich auch im Eingang einfach zwei große Tropenhölzer hin. So pock, pock und klammer das mit einmal das anderen. Ja, das könnte vielleicht ganz gut aussehen. Ha, ja. So, das hier wird weichen müssen. Da wird später der Weg lang gehen. Dann wird da der Weg. Ja, gut, wir müssen mal kurz hier abtauchen. Wir müssen mal kurz hier alles zumachen. So, aber wo war ich eigentlich stehen geblieben mit meinem Themen? Genau, Kommentare unterhalb. Ich werde auf Abonnenten verzichten müssen, die, oder halt auf Zuschauer verzichten müssen, die nur, oder die ersten Videokommentare lesen, bevor sie das Video sich anschauen. Auf die Zuschauer kann ich eigentlich so verzichten, weil, wenn man es so sieht, wenn ihnen die Videobeschreibung sowieso nicht gefällt, was da drin steht, schauen sie das Video sowieso nicht. Heißt, in dem Umkehrschluss dann wieder, die gucken sowieso nicht. Also, kann ich sowieso drauf verzichten. Gut. Ja, dann, YouTube hat sich, oder Google, wie es allen festgestellt haben, hat YouTube mit Google-Account verknüpft. Ich war am Anfang überlegen, ob ich einen Facebook-Account und einen YouTube-Kanal erstelle. Ein Google Plus-Account Kanal erstelle. Hat sich erledigt. YouTube hat es für mich selber genommen oder Google hat es für mich selber gemacht. Ich brauche nicht mal mehr. Ich brauche nicht mal die Dinger da zu veröffentlichen. Es wird sogar. Wieso fummel ich eigentlich mit meinem Arm von meinen Händen rum? Ist egal, was ich gerade gemacht habe. Jetzt sehe ich es gleich nochmal. Ich muss nicht mal mehr die verlinken darauf auf meiner Seite. Das macht YouTube für mich ganz alleine. Das ist geil. Ich war heute mal drauf, habe meine Seite mal vervollständigt ein bisschen. Und ja, mir gefällt's. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war zwar erst dagegen. Na, wo ich eigentlich immer noch dagegen bin, ist die Kommentarfunktion auf YouTube. Da müsste es die Option geben, fremd, ne? Fremdkommentar und Google. Dass wenn man nicht mit seinem Google-Account einen Kommentar geben möchte, oder keinen hat vielleicht, ne? Möchte man, hat man ja vielleicht nicht immer, dass man dann zumindest einen Kommentar abgeben kann, ohne Google Plus-Account. Gut, aber wieso fummel ich eigentlich die ganze Zeit mit den Händen vor mir herum, ohne dass ihr das seht? Ich habe die Webcam nicht laufen. Ja. Gut. Ich versuche gerade mit meinen Händen zu gestikulieren. Oder habe versucht zu gestikulieren. Was ich gerade rede. Hat nicht ganz sollen sein. Oder nicht ganz so geklappt, so wie ich es mir gedacht habe. So. So, wir können mit die Fichtenplantage umziehen. Ich glaube, ich mache den Umzug doch jetzt komplett. Das heißt, die Fichtenplantage geht jetzt auch, wird jetzt auch umgezogen. Habe ich noch eine Axt, dass ich die nicht erst noch bauen muss? Ich brauche eine neue Axt. Gut. Platz da drin. Nein, habe ich nicht mehr. Macht auch nichts. Ich brauche eine neue Axt, habe ich gesagt. Ich brauche eine neue Axt. Ich brauche eine neue Axt. Zack, zack. Was mache ich denn da schon wieder? 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack, zack. Und los geht's. Und weiter. Ja, wir bauen gerade Tag und Nacht, Tag und Nacht. Wir sind kaum am Schlafen, ne? Und wir sind immer noch dabei. So. Aber, wo war ich stehen geblieben? Ich hoffe, dass jetzt gerade kurz davor ein Videoschnitt war. Genau. So war ich dann beim letzten Thema stehen geblieben. Genau, Zuschauer, Google Plus und... Ach, hat nicht gesehen. Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt, was ich erzählen wollte. Dann kann ich jetzt eigentlich... Ja, was kann ich jetzt eigentlich... Anderes Thema anschlagen.
Und zwar habe ich immer mal wieder erwähnt, dass, wenn man Let's Plays machen möchte, sich um die Rechte kümmern möchte, muss. Oder sollte. Ansonsten arbeitet man noch sehr viel, noch mehr in der Grauzone als ohnehin schon. So. Obwohl rechtlich gesehen, wenn man die Rechte dazu hat, ist es nicht mehr so viel Grauzone, ist es ja sogar erlaubt. So. Was möchte ich dazu erzählen? Und zwar habe ich festgestellt, nachdem ich mich mal wieder im deutschen Let's Play Forum rumgetrieben habe und auch in anderen Foren, dass einige Hersteller auf ihren Seiten oder einige Publisher, Programmierer, Hersteller, ach keine Ahnung, auf jeden Fall diese Leute auf ihren Seiten Duldungserklärungen abgegeben haben. Allgemeine Duldungserklärung. Bei EA ist es sogar so weit, dass man seinen Kanal da angibt und man eine automatische Duldungserklärung bekommt. Dass man von denen die Spiele spielen darf. Mit ein paar Auflagen, aber gibt es. Muss man ganz ehrlich sagen, ich habe immer EA Games hergezogen. Was auch Community angeht, geht. Aber so schlecht sind sie teilweise gar nicht. Jetzt kann man sagen, ha, er dreht sich um, weil er jetzt die Rechte von EA Games hat. Nein. Ich muss dazu sagen, Ultima Online ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff. Ultima Online ist EA Games. So, das ist das eins der ersten MMOs und es ist EA Games. Und ich habe es lange gespielt. Sehr lange gespielt. So, ich habe es gespielt. Und wenn EA Games wirklich so immer so schlecht rede, dann auch teilweise im Kundensupport, dann ja, wieso spiele ich denn überhaupt diese Spiele? Das sind immer diese Momente, wo man sich aufregt über bestimmten Kundensupport. Das ist eigentlich nur, nicht nur EA Games, das sind andere auch. EA Games ist jetzt ja das beste Beispiel. Es war zwischenzeitlich sogar so schlimm, dass ich gesagt habe, ich spiele kein Spiel mehr von EA Games. War dann ganz schlecht, als dann Crysis rauskam bei EA Games. Ja. Asche auf mein Haupt. Ich habe dann wieder gezockt. Also, EA-Spiele gespielt. So, jetzt kann man hier. Erst einmal die Keys mitnehmen. Also Asche auf mein Haupt. Ich habe dann EA Games-Spiele wieder gespielt. Ja. Und ganz ehrlich, sie machen eigentlich keine schlechten Spiele. Es ist ein bisschen viel Mainstream. Keine Frage, also es ist wirklich nicht Mainstream. Es ist auf viel Geld in kurzer Zeit ausgelegt. Große Titel, in der Hoffnung, dass sie am meisten Geld abwerfen. Und ja, vom Prinzip her, kleine Studios dicht machen, also ein Studio aufmachen für ein Spiel, ein Studio dicht machen, wenn sie das nächste Spiel verkacken. Ganz einfach. Muss man aber auch sagen, muss man Rechnung tragen. EA Games muss Gewinn erwirtschaften. Dass die dann nicht mehr so auf Risiko gehen. Sag jetzt nicht, ich habe hier gar keine Erde. Nein, ich habe hier gar keine Erde. Ist auf der einen Seite verständlich. Dass die keine großen Risiken mehr eingehen in unbekannte Titel, wie sie es vielleicht früher gemacht haben. Die haben, wer die Geschichte von EA Games ein bisschen befasst, ist ja Electronic Arts. Warte mal, Electronic Arts, das waren früher drei Symbole, also wer das alte EA Games Symbol kennt, das war Electronic Arts, dieses I, diese drei Objekte, das war glaube ich ein stilisiertes E als Kubus, als A ein Dreieck, so ein Dreieck, so eine Pyramide und lasst mich jetzt lügen. Ich bin gerade überlegen, jetzt komme ich gerade im Lauf nicht. Ich glaube ein Kreis, so eine Kugel. Weil die haben irgendwann angefangen, Spiele zu publishen. Die wollten eigentlich was anderes grundsätzlich machen. So, ich will jetzt aber hier nicht auf die Geschichte von EA Games eingehen. EA Games, ja, nicht klar. EA Games eingehen. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck dieses Let's Plays, sondern ich möchte nur kurz drauf, eingehen. So, jetzt kommt hier aber erst einmal eine Fackel hin. Und dass hier wieder noch ein bisschen Beleuchtung auftaucht. Ja. Achso, ich wollte genau
Das leer machen. Das so machen. Jetzt kann man hier auch wieder den Kies mitnehmen. So. Ich muss es hier dann noch irgendwann zumachen. So. Ja, auf der einen Seite ist jetzt ein trauriges Lied im Hintergrund passend. Wir reißen hier gerade ab. Ach übrigens, ich benutze die Axt. Geht irgendwie richtig geil schnell. So, ich brauche die Flints nicht. So. Das heißt, ich kann hier mal kurz den Kies mitnehmen. So, aber nochmal. Rechte und Games. Also man sollte halt Games haben. Der Rat, der wichtig ist. Eine allgemeine Duldungserklärung. Ist zwar schön und gut, aber wenn man nach Rechten gefragt wird, sollte man doch schon die persönliche Duldungserklärung haben. Das heißt, es sollte wirklich der eigene Name drinstehen oder eigenen Kanal. Dass man halt, wenn man angeschrieben wird, hier Rechte, hast du überhaupt die Rechte, um das zu Let's Playen? Dann geht das dahin. Das kannst du dich sagen nach YouTube. Hier, bitte, das ist die E-Mail. Könnte man natürlich auch gefaked haben. Kann natürlich auch alles sein. Aber in erster Linie kann man hinschreiben, das ist sie. Ob die sich dann YouTube drum kümmert oder was anderes, keine Ahnung. Natürlich ist das besser, wenn man Schriftverkehr hat mit der Firma. Dann, wenn YouTube fragt, hast du Rechte? Am besten einscannen, hinschicken. Wenn der Kopf oben drüber ist, sehen sie, oh, ja, ansonsten Kopie persönlich hinschicken. So, wir haben alles abgerissen, genau, wir können da wieder hingehen. Dann ist es halt ein bisschen besser. Aber momentan ist es ganz gut so. Aber momentan ist es eigentlich mehr so, ich habe festgestellt, viele Firmen dulden es. Die schreiben allgemeine Duldungserklärung raus, zum Beispiel. Oder jetzt nicht viele, also einige sind dabei. Die schreiben dann raus, jo, wir dulden Let's Player. Oder wir dulden das. Keine Monetisierung. Heißt, kein Geld mehr in unseren Videos verdienen. Kein Spoilern und, ne, keine Ahnung. Gut, ein Let's Play ist ein Spoilern. Bei einigen liest man das dann so raus, dass es jetzt, wenn du ein Let's Play Video machst, heißt das, ich fange jetzt an, spiele das Spiel, spiele das Spiel auch durch. Was ungern gesehen wird, ich hoffe, dass es jetzt passt. Ich glaube, ich hätte alles um eins auseinandernehmen müssen, ne? Sehe ich dann. Gut, die dulden es dann halt in dem Sinne. Die Duldung ist dann halt in dem Sinne, du darfst Let's Play. Wenn mir das nicht gefällt, was du Let's Playst, halten wir uns das Recht vor, das Video, dass du das Video entfernen musst. Gut. Darfst keine, kein Spoilern. Da frage ich mich dann, zum Beispiel Rockstar Games ist das, glaube ich, mit GTA, da steht dann drin, darfst nicht spoilern. Irgendwo habe ich es gelesen. Ob das eine allgemeine war oder einer, der es persönlich machen wollte, keine Ahnung. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall stand es drin. Du darfst nicht spoilern. Das war die Aussage. Wenn ich ein Let's Play mache, dann spoilere ich automatisch das Spiel. Weil ich bestimmt die Zwischensequenzen dafür nicht unbedingt rausschneiden werde. So, hier bin ich relativ flach. Hier kann ich das anders machen. Zack, zack. Ja, das sieht ganz gut aus. Zack. Zack, da drüben. Oh, kann ich es auch machen? Kann ich's? Zack. Oh, das geht. Habe ich noch eine Schaufel? Ich habe noch eine Schaufel. Das ist gut. Ich habe noch eine Schaufel. Gut, den Flint brauche ich nicht. Jetzt habe ich den Flint wieder. Zack, zack. Flint weg. Habe ich noch eine Erde? Nein, habe ich nicht. Aber hier steht ja noch genug rum. So. Zack, zack, zack. Ah, ne. Ah, ich muss die auch gerade aufstoßen wieder. Das gibt's doch gar nicht. Zack. Und zack. So, jetzt habe ich hier meine Aufgänge.
Ja, das kann man so lassen. Sieht ganz gut aus. Ja, das habe ich auch mit den anderen Plantagen, solchen Überwuchs. Das ist gut, das geht. Kann man so lassen. Ich schlage gleich mal spaßeshalber so eine Reihe weg. Nur habe drei Kies. Den einen Kies kann ich da einpacken. Und den anderen Kies kann ich da einpacken. Ja, sieht ganz gut aus, kann ich so lassen. So, die Holzfällerhütte. Wie groß die werden wird, weiß ich noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall will ich sie einen weg von diesem Weg haben. Mindestens einen weg. Das heißt, ich wird nach hinten versetzt. Das heißt, eigentlich bräuchte ich Erde. Ja, bla bla bla. Aber. Nicht aber, sondern aber. Truhe. Gut. Terraforming. Machen wir später die Anpassung der Gegend dazu. Jetzt habe ich eine Erde. Achso, die kann ich da erstmal benötigen, um das dazu zu machen. Ja, es wächst so langsam zu, das Ganze. Das gefällt mir. So, hier kommen die Fichten rein. Ich möchte erst das Gebäude machen, bevor ich die Birken umsiedle. Aber, jetzt kommt das große Aber wieder. Das möchte ich jetzt nicht mehr in dieser Aufnahme machen. Es ist einiges geschafft. Die Plantage ist umgezogen. Das ist soweit fertig. Die Plantage ist weg von ihrem Stammsitz. So sollte das langsam sein. Das heißt, da hinten lichtet sich das Ganze gerade. Dafür wird es auf der anderen Seite mehr. Zurzeit kann man es von hier aus so nicht sehen. Jetzt renne ich wieder doch wieder in die Richtung. Was man sieht, ist jetzt das da. Was ich da gerade sehe, gefällt mir zurzeit sogar. So, wir schauen mal, hat das Hühnchen was hinterlassen? Hier oben nicht. Da ist ein Ei. Hier muss ich ja noch alles mit Holz auslegen, sehe ich gerade. Das hätte ich doch noch tun können. Hätte ich noch tun können. So. Kurz drüber zur Plantage, wollte ich gerade sagen. Plantage ist ja nicht mehr so viel. Da sind ja noch die zwei Baumreihen. So, auf jeden Fall hat sich das Ganze jetzt hier gelichtet und ich kann die Mauer weiterbauen. Mauer weiterziehen, aber erst einmal muss hier der Turm hin. Auf dieselbe Höhe wie der da. Ja, die Schaffarm kann ich vergrößern. Hinten haben wir die gelbe Schafe. Das ist gut, ich habe weiße Schafe. Schwarze Schafe fehlen mir. Graue Schafe fehlen mir. Scheiße, ich kann hier die um einiges vergrößern. Ja, da bin ich wieder nicht dabei. Gut, macht erstmal nichts. So, Rinderzucht. Das heißt, hier kommt nur noch Schafe. Und das hin. Und das hier. Die Rinderzucht kommt weg. Das kommt... immer noch nicht. Bist du gewachsen? Bist gewachsen. Das ist gut. Das heißt, du legst auch irgendwann mal Eier. Das ist gut. Ich hab's doch hier jetzt alles gerodet, sodass hier alles hinpasst. Aber, das stört mich nicht. So. Ich glaube, das war's jetzt für jetzt. So, wir sind hier kurz gewesen. Ich habe jetzt keine Erde dabei, um das zuzumachen. Die Mauer kann ich jetzt weiterziehen. Jetzt ist die Plantage nicht mehr im Weg. So, das war jetzt, wenn man so sieht, jetzt 2 Stunden lang Vorbereitung, dass ich diese Stadtmauer weiterbauen kann. Und zwar in die Richtung. In die Richtung muss ich sie auch bauen. Aber da möchte ich erst einmal die Stadt weiter planen. Hier ist klar, dass die Mauer kommt. Und zwar bis... oh, wir sind die Schlange nicht mehr lang gelaufen. Und zwar bis... auf jeden Fall den Hügel hoch. Und auf jeden Fall... und auf jeden Fall... das heißt, hier kommt noch was gebaut werden. Und auf jeden Fall hinter die Minecart-Strecke. Also. Die Mauer möchte ich definitiv hinter die Minecart-Strecke haben. Oder hinter der Minecart-Strecke. Die soll... ja, irgendwo denn da laufen. Aber das ist immer eine andere Sache. So. Das reicht jetzt für heute. Mit der Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch meine anderen Let's Plays hier auf meinem Channel XentonLP. Oh, was kann ich noch sagen?
Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich sage Tschüss.